nicht ganz so viel, wie auch ich mir erhofft habe. Aber ich denke, ich werde noch ein bisschen Zeit finden, auch mal die Innenstadt und so ein bisschen drumherum zu schauen. Aber hier ist schon eine interessante Location. Ich denke, hier werde ich auch privat das ein oder andere Mal vielleicht vorbeischauen. Spitznamen habe ich nicht. Ich habe so ein, ja, das heißt Ticks, ein bisschen abergläubisch, glaube ich, ist jeder so ein bisschen. Ich versuche immer so ein paar Rituale beizubehalten, dass ich immer zum Beispiel erst den rechten Schuh, dann linken, rechten Stutzen, linken Stutzen, rechten Schienbein schon. Also ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Auch auf meiner Position, ne, auf der 6 ist das auch wichtig, dass man die Eigenschaften auch mitbringt. Und ja, ich freue mich drauf. Ich habe eben schon gesagt, dass irgendwie habe ich das Gefühl, jeder Fußballer muss einmal hier zumindest gewesen sein, um es auch kennenzulernen. Und ja, ich freue mich jetzt drauf. Ich bin positiv überrascht. Also ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Ich habe schon mit vielen gesprochen, natürlich noch nicht mit allen. Die Zeit war bisher ein bisschen knapp, aber ich denke, dass der Teamgeist, merkt man schon, ist wirklich ein sehr guter. Und ja, wollen wir mal gucken, dass wir das über die Saison beibehalten und dann werden wir, denke ich, unsere Ziele auch erreichen.